alle zurückgekehrt, um dich zu holen. So, wieder zurück. Wir gehen schnell zu unserem Schmied. Dann, ich vernichte jetzt die legendären Sachen mal nicht. Lagern wir die mal. So, war hier oben auch noch was? Nee. Also im Prinzip Webstuhl oder ich mache erstmal hier Gewölbe des Steins und dann den Webstuhl nochmal. Vielleicht ist uns das Glück ja hold. Es sind halt auch 5 Gewölbe und es sind 5 Tagebücher. Also würde es tatsächlich Sinn machen, dass in jedem Gewölbe ein Buch zu finden ist. Wobei ich glaube halt, durch das Gewölbe der Glut sind wir am Anfang gekommen und haben direkt das Buch hier vor Ort gefunden. Wir müssen uns mal richtig umgucken. Aber ich habe mich ja eigentlich auch in den anderen Gewölben immer gut umgeguckt. Das ist mir ein Rätsel. Gewölbe durchsuchen. Ich frage es, ist das hier schon mit dem Gewölbe gemeint? Oder dann doch erst das nach dem Portal. Wir verlieren auf jeden Fall Leben, weil wir unsere Rüstung nicht mehr anhaben, die uns Leben gibt. Was mir tatsächlich nicht so gut gefällt. Aber ich mache einfach immer schön jetzt mal die Ulti. So, hier mal 2 Elite-Gegner. Aber auch kein Tagebuch. So, und ich denke ja, die Tagebücher gibt es erst, wenn wir hier durch diese Tore gehen. So, und ich glaube, die Strategie war gut, zumindest am Anfang ein kurzes Stück zu laufen. Und dann nochmal kurz zurückzugehen und den Schutz zu holen. Die Frage ist natürlich, liegt das Buch einfach rum oder droppt das Buch irgendwie ein Gegner? Ich bin noch nicht bereit. Behälter. Es könnte halt hier auch in jeder Truhe drin sein.
Oh, was macht denn der hier? Warum taucht denn der hier auf einmal so auf? Wo ist er hin? Wieso kommt denn der hier zwischendurch? Autsch. Und warum macht er so viel Damage auf einmal? Okay. Das gefällt mir gerade gar nicht gut. Aber vielleicht lässt er ja ein Tagebuch fallen. Autsch, autsch, autsch. Ulti. Wir haben nur noch einen Trank. Ich brauche eigentlich dringend Leben. Okay, mal schön ausweichen. Gleich gibt es auf jeden Fall nochmal Tränke. Okay, da waren unsere Wölfe weg. Kämpft der gegen... Blockiert der den? Ich meine, der ist unsterblich. Ist das ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug, dass er... Okay, Ulti. Dass er ihn hier angreift, glaube ich, soll wahrscheinlich normalerweise nicht so sein, weil er kann ja nicht sterben. Okay, wir haben auf jeden Fall gleich. Okay. Wow, 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 wow. Das war knapp. Aber dass der einfach so hier aufgetaucht ist... Hammer. Okay. Da wäre schon das Schloss, wo wir durch müssen. Ich finde es cool, dass wir die Ulti haben. Allerdings finde ich es nicht mehr gut, dass wir kein Leben mehr dazu kriegen. Aber wir könnten von der Theorie her ja die das Lebensding in unsere andere Rüstung reinprägen. Ich bin noch nicht bereit. So, hier gehe ich nochmal durch. Da müssen wir das reinlegen. Okay, hier sind richtig viele Fallen. Ach du heiliger Wimbam. Die Frage ist, wann können wir hier... Noch kann ich hier zurückgehen. Ich probiere erstmal den Weg hier noch zu gehen, ohne dass wir uns schon sollte uns Schutz holen. Ich hoffe mal, das geht. Hier mal einfach mal durchlaufen. Ich bin noch nicht bereit.
Okay, weil hier haben wir überall Fallen. Gut, dass wir es nicht dabei haben. Hier werden wir so viel Schutz verlieren. Gold. Ich bin noch nicht bereit. Immer noch kein Tagebuch. Ich bin noch nicht bereit. Oh, schwaches Elixier. Aber gleich Level 30. So, okay. Nehmen wir den Schlüsselstein. So, den lege ich jetzt hier rein und dann gehen wir zurück. Ich hoffe, dass uns das nicht behindert. Oder dass wir das noch machen können. Dass es jetzt nicht zu viel war, was ich schon gemacht habe. Hier waren ja mega viele Fallen. So, den lege ich hier rein. Und jetzt würde ich zurücklaufen. Tatsächlich. Quasi jetzt probieren. Oh, Truhe vergessen. Nochmal zurück. Und wir müssen ja nur eine übrig haben am Ende. Dieser Raum ist halt auch so richtig fies. Ich muss noch etwas warten. So. Okay, das ging noch. Okay, ich warte hier bis hier drinnen wieder aufgeladen ist. Die Frage ist, wo gehen wir hier am geschicktesten lang? Hier rüber und dann mit dem Ding hier mitlaufen vielleicht. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ohne einmal getroffen zu werden, da durchzukommen. So. Hier sind wir, hier müssen wir geradeaus. Okay. Das sieht gut aus. Und Level 30. Okay, so. Gegner verwundbar machen.
Das sieht aus wie der letzte Raum. Autsch, 9. Wir bleiben hier stehen. Machen die Ulti. Hier stehen wir relativ safe, so wie es aussieht. Und unsere Ulti regelt gerade ganz gut. Ich bin noch nicht bereit. Nicht nach vorne laufen. Der Henker. Das sieht gut aus. Wir haben die Fallen überlebt. Beinschutz, vielleicht eine neue Axt. Aber wieder kein Buch. Wieder kein Tagebuch. Handschuhe. Verdammt. Okay, was haben wir hier Neues? Plus 22. Okay, auch nicht schlecht. Plus 38. Bis zu 20% mehr Schaden basierend auf der Wirkzeit verfügbaren Primärressource. Maximale. Ah, okay. Was hätten wir hier? 621 Rüstung erhalten. Aber die Abklingzeit von Entrinnen. Ach so, Entrinnen ist ja einfach das hier. Dafür haben wir 621 mehr Rüstung. Rüstung 1700. 2300. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das können wir lassen. So, dann gehen wir wieder zurück. Und jetzt bleibt ja nur noch ein letzter Dungeon oder ein letztes Gewölbe. Ich wollte aber mal vorher hierher gehen. Schatzmeisterin. Vier Stück. Zack. Und dann einmal. So. Und jetzt hebe ich die Legendären mal auf. Okay, mit mehr Rüstung kann ich mich auch anfreunden. Und so, die haben wir. Die haben wir. Jetzt fehlt hier nochmal der Webstuhl. Und ich könnte gerade noch mal gucken. Stufe 6 haben wir das hier schon. Der ist ausgerüstet. Und was haben wir jetzt? Den haben wir ausgerüstet. Schutz. Und das wäre Heilung. Alle 10 Sekunden heilt er uns. Haben wir auf Level 3. Und hier haben wir schon die drinnen. Und das, da gehen auch keine anderen rein. Wir probieren das mal. Vielleicht die. Oh, und wir können unsere Tränke auch upgraden. So, jetzt erstmal Gewölbe des Webstuhls. Die letzte Chance, hier noch ein Tagebuch zu finden bei den 5 Dingern.
Ansonsten bin ich erstmal ein bisschen ratlos, wo wir sonst noch suchen sollen. Das kann ja nicht wirklich so extrem random sein. Okay, vielleicht ist es doch sehr zufällig, aber wir probieren jetzt hier das Gewölbe nochmal und dann überlege ich mal, was ich danach mache. Ob ich vielleicht selber ein bisschen auf die Suche gehe, ob ich die noch irgendwo finde, weil die ganze Zeit jetzt nur Gewölbe zu machen, ist ja auch ein bisschen langweilig. Aber gut, das machen wir auf jeden Fall noch hier, Gewölbe des Webstuhls.